Horror, Comedy und viel Drama. Beim 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestival war wirklich alles dabei. Und damit herzlich willkommen zu Polaris, heute mit einem besonderen Thema, dem Yuffie-Fee. Am 6. und 7. Mai wurden zahlreiche Filme vorgestellt und die besten von ihnen natürlich auch ausgezeichnet. Dieses Jahr konnte die Preisverleihung endlich wieder im Cinecittà in Nürnberg stattfinden. Wir waren für euch vor Ort und haben mit einigen GewinnerInnen gequatscht. Einer von ihnen ist Joshua, der ganz alleine einen selbstgezeichneten Kurzfilm vorgestellt hat. Wie er dabei vorgegangen ist und vieles mehr hat Timo für euch herausgefunden. Hallo und herzlich willkommen zur Preisverleihung des 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar, der zweite Preis in der Kategorie Coming Up geht an folgende Produktion. Als allererstes die Begründung der Jury. 25 Bilder pro Sekunde. Das klingt erstmal nach ziemlich viel, oder? Man stelle sich nun vor, man müsse das zeichnen. Am Ende auch noch von Hand. In seinem Werk wird ein ruheliebender Mann ständig von seinem Nachbarn gestört. Doch diesem ist das egal. Er spielt Tag und Nacht vor sich hin. Das führt natürlich unweigerlich zum kleinen Nachbarschaftskrieg. Der Streit endet zwar im Krankenhaus, doch für unseren stressanfälligen Patienten ist die Ruhe dort der Himmel auf Erden. Genau, eine Urkunde, ein Lobo und auch 300 Euro. Ja. Joshua, du bist einer der Preisträger des heutigen Abends. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Lobo hier. Wie fühlt es sich jetzt an, auch, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, vor der Kamera zu stehen im Rampenlicht? Sehr schön. Ungewohnt, wie schon gesagt. Ich lasse lieber meine Figuren vorne stehen. Aber es ist ein unglaubliches, schönes Gefühl, was man sich auch schon oft träumt, dass man selber im Rampenlicht steht. Wunderbar, unbeschreiblich. Jetzt muss man ja schon sagen, dein Film ist ein bisschen herausgestochen heute. Mit Sicherheit. Es war kein Realfilm, sondern ein animierter Film. Wie hast du das Ganze umgesetzt und wie ist es dir gelungen, wirklich das so toll wirken zu lassen? Also ich habe mir die Technik von den alten Disney-Filmen gemacht, also jede Bewegung von den Figuren ist ja handgezeichnet, also jede einzelne Bewegung ein Bild. So entstehen auch 24 Bilder pro Sekunde und ja, es hat wahnsinnigen Aufwand gemacht, hat aber dafür auch wahnsinnige Belohnung gegeben. Also es war ein harter Aufwand, aber auch noch gleich mit Soundeffekten hinzu, einfach nur toll. Wow, wirklich sehr, sehr cool. Könntest du vielleicht ein bisschen noch was erzählen, in welchem Rahmen das jetzt eigentlich entstanden ist, dieser Film? Tatsächlich für das Jugendfilmfestival. Ja, super, sehr cool. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Preis, viel Erfolg mit deinen Filmen. Diese unverwechselbare Art hat ja wirklich schon etwas sehr Außergewöhnliches. Finde ich sehr cool persönlich. Mach weiter. Viel Spaß, Joshua. Schönen Abend noch. Danke. Und machen einfach direkt weiter mit dem ersten Platz in der Kategorie Talent. Denn wir haben noch einige Preise im Gepäck. Also, ja, Trommelwirbel, der Preis geht an folgende Produktion. Guckt euch die mal an, die trägt ja eine Brille. Die steht ihr ja gar nicht. Die sieht total hässlich aus.
An der weiterführenden Schule wurde es dann erst Anfang der 9. wieder schlimmer. Wir haben einen Film geguckt im Geschichtsunterricht, 3. Stunde. Meine Banknachbarin und ich sitzen in der vorletzten Reihe. Hinter uns zwei Klassenkameraden, die dann ihre Stühle extra weit zur Seite in den Gang rutschen und sagen: Bei den zwei fetten Kühen da vorne sehen wir ja eh nichts. Ja, Alter. Könnt ihr euch auch Zeit lassen. Ihr werdet direkt mit einem Logo und einem Handschlag hier unten begrüßt. 400 Euro, ein Logo und auch eine Nominierung für die bayerische Ebene für euch. 6.30 Uhr, der Wecker klingelt. Auf zur Schule. Normaler Alltag für Millionen von SchülerInnen. Für Toni wird dies aber genauso alltäglich zum Albtraum. Sie wird wegen ihrer Brille gehänselt oder wegen ihres Gewichts beleidigt, beim Sport ausgeschlossen, auf Social Media verspottet. Toni steht stellvertretend für die Geschichten von 4 Jugendlichen, die Opfer von Hetze und Gewalt werden. Ihre Geschichten werden sowohl in Form von Interviews und als Nachstellungen berührend erzählt. Dabei wird deutlich, wie viel diese Jugendlichen gemeinsam haben. Der Film zieht unser Augenmerk in beeindruckender und persönlicher Weise auf das Thema Mobbing und zeigt, dass es jeden von uns betrifft. Deshalb freuen wir uns sehr, den ersten Preis in der Kategorie Talent des Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals an Toni und Team für Glück der Gewinner, es kann jeden treffen, zu vergeben. Also es verschlägt uns natürlich erstmal die Sprache, dass wir hier stehen dürfen. Und ich glaube, ich spreche für unser ganzes Team, dass es uns einfach überwältigt, dass wir dem Thema, was uns alle so umtreibt, hier eine Bühne geben können. Wir haben bei der Arbeit an dem Projekt einfach festgestellt, Mobbing ist überall, Mobbing kann jeden treffen. Und wir alle waren irgendwie Toni bei der Auseinandersetzung mit diesen wahren Geschichten, die wir erzählen. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die einfach wichtig ist und schön, dass wir hier einen Platz haben. Toni, erzähl uns doch mal deine Geschichte. In der Grundschule wurde ich Brillenschlange genannt. Ich hatte auch so ein Pflaster über dem Auge. Da war es klar, dass ich mir immer wieder was anhören musste. Brillenschlange. Naja, du stehst jeden Morgen auf und weißt, dass da wieder ein doofer Spruch kommt. Du kannst nichts machen. Wenn du was dagegen sagst, wird es nur noch schlimmer. Dann irgendwann hat er mich beim Umziehen in die Abstellkammer gesperrt. Ey! Na! Lass mich raus! Als es endlich vorbei war, habe ich dann das Trikot verbrannt. Da kommt eine Klassenkameradin. Danke. Hey! Au! Die hat voll mit dem Knie meinen Oberschenkel getreten. Das hat höllisch wehgetan. Die Erlebnisse beschäftigen mich bis heute. 3 Monate war ich in der Klinik. Posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten. Ja, guten Abend allerseits. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis, zu diesem unglaublichen Preis heute Abend. Wie habt ihr euch gefühlt und ja, wie geht ihr jetzt auch mit euren weiteren Projekten damit jetzt um? Keine Worte. Also das Gefühl war unbeschreiblich. Wir haben alle gar nicht damit gerechnet. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sprachlos gerade noch. Also wir sind alle sprachlos. Ich glaube, es gibt uns aber nochmal einen Schwung für die Projekte, die wir jetzt umsetzen wollen. Also wir haben gestern schon ein bisschen angegriffen, wie geht es jetzt weiter? Und sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir daran anknüpfen wollen. Und der Preis heute gibt uns natürlich dann nochmal richtig Power mit. Und ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Okay, wirklich sehr, sehr gesellschaftlich auch relevante Themen, die ihr da bearbeitet. Wie seid ihr denn eigentlich auf den Titel von eurem Film gekommen, Club der Gewinner? Was hat es damit auf sich? Also, alle, die mitgemacht haben beim Club der Gewinner, hat eigentlich vereint, dass sie sich nicht als Gewinner gefühlt haben.
sondern eher als Loser, die in der Gesellschaft, in der Schulklasse, im Sportverein irgendwie keinen Platz haben. Und wir haben das dann umgedreht für den Titel unseres Films, weil wir irgendwie versucht haben, diesen Losern, die natürlich keine sind, irgendwie eine Stimme zu geben und sie in den Vordergrund zu stellen und ihre Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, ich spreche für unser ganzes Team, dass wir uns dann auch irgendwie als Gewinner gefühlt haben, weil wir einfach diese Mobbing-Geschichten erzählt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit euch. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren weiteren Projekten. Die Themen, die ihr gerade schon angesprochen habt, faszinieren mich auch selbst ein wenig. Ich finde es sehr cool, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Ciao. Ihr seht, von Zeichentrickfilm bis zu Videos über Mobbing ist beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival alles erlaubt. Also wenn ihr selbst eine Idee für einen Kurzfilm habt, dann habt keine Angst davor, sie einfach mal umzusetzen. Es braucht auch wirklich gar nicht viel. Wir alle haben Kamera und Mikro ständig bei uns, mit dem tolle Geschichten eingefangen werden können. Also los geht's, oder? Nächstes Jahr habt ihr dann die Chance, eure Filme beim Jugendfilmfestival einzureichen. Alle Infos dazu findet ihr hier. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauspielern, Film oder Schneiden und bis bald.